Willkommen zurück, Leute. Ja, wir sind wieder bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und ja, ich muss euch sagen, ich finde diesen dreckigen Makoros nicht. Ich habe hier überall auf der Insel gesucht, aber ich habe einfach nichts gefunden. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir begeben uns zur anderen Insel. Ich weiß, vielleicht habt ihr es in die Tipps geschrieben, wie ich denn da hinkomme. Allerdings, ja, wie gesagt, ich muss im Voraus aufnehmen, beziehungsweise ich möchte im Voraus aufnehmen, ne? Ist ja hier kein Zwang für mich, aber ich möchte es tatsächlich tun. Und ja, deshalb würde ich sagen, ich begebe mich erstmal zum anderen Tempel. Ich denke allerdings, dort wird es in... Hä? Ach so, ja. Die Karte musste sie nur aktualisieren. Ich denke allerdings, hier wird es ähnlich ablaufen, wie beim anderen Tempel, dass wir in Weisen suchen müssen, oder dass wir vielleicht auch erst ein Item brauchen, um dahin zu gelangen, ne? Ja, halte ich prinzipiell für möglich, denn, ich weiß nicht, wenn man so zwei Tempel auf einmal gleichzeitig freigeschaltet bekommt, dann, ne? Dann ist eigentlich relativ klar, dass es da auch Parallelen geben wird. So, hier ist ein Fisch, das ist ja schon mal was. Gamebad, saut, geh aus. So, ich hole gleich mal mein Futter aus der Futtertasche. Zack. Und, jupp. Ja, wenn ich mich recht entsinne, müsste das nämlich schon die Insel sein. So. Und wisst ihr, was ich nun mache? Ich schreibe mir von Anfang an die richtigen Koordinaten auf, damit sowas, was ich veranstaltet habe, nie wieder vorkommt. Wenn da uns jetzt überhaupt welche sagt, hey Jungchen, ich pack deine Seekarte aus. Ja, so ungefähr hat er das gesagt. Achtung, ich richte kurz mein Mikrofon. So hat er uns auf jeden Fall das schon mal eingezeichnet. So, hast du einen Tipp? Bitte. Gibst du in der Höhle, deren Eingang wegen dem heftig schweren Felsen unzugänglich ist, da würdest du schon ganz gerne mal einen Blick reinwerfen, was, ne? Ich kann's ja nicht, ja, ich bin kein Unfisch, ich sag das gleiche wie beim anderen Tempel. Reise 4 nach Norden. 4 N und 3 O. Zur Igisspitze, okay. Da findest du ein Artefakt, das dich jeden noch so schweren Gegenstand spielend leicht hochleben lässt. Damit wird dir auch der bisherige Felsbrocken hier nur wie ein kleiner Kiesel vorkommen. Das wär's soweit von mir. Falls du noch Informationen brauchst, dann Futter, verstehst du? Also dann bist du Tage. Ja, ich würde auch sagen, wir müssen uns gar nicht erst die Insel angucken. 4 nach Norden. 1, 2, 3, 4 und 3 nach Osten. Das ist direkt unter Draconia. Mensch, ich glaube, mir hat auch schon jemand geschrieben, dass es unter Draconia ist. So, ich denke mal, wir können uns relativ nah daran porten. Können wir uns? Ja, wir können uns auf Draconia porten. Gut, ja. Endlich habe ich mal eine gewisse Übersicht über die Koordinaten. Das ist der Wahnsinn. Irgendwie kommt es mir so vor, als wären meine Ausschläge so heftig groß in Audacity, aber ist wahrscheinlich relativ normal. So. Ich dachte gerade, ich hätte was Besonderes gesehen, aber scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein. Hä? Moment mal. Moment mal, wer hat denn jetzt Musik gespielt? Hat hier jemand Musik gespielt? Definitiv. Hier scheint sich irgendwas geändert haben auf der Insel. Trotzdem würde ich jetzt erstmal zu der besagten kleinen Insel, auf der wir das Item bekommen. Jetzt ist die Frage. Braucht man jetzt wirklich die Eispfeile, wie ich das prophezeit habe? Ich glaube fast schon. Habe ich etwa prophezeiische Fähigkeiten? Tatsächlich. Auch geil, wie man vor 2 Sekunden noch nicht mal sehen konnte, dass hier überhaupt ein Vulkan ist und eine Sekunde später ploppt das hier so mega heftig auf. So. Ja, ich würde sagen, einfach mal schießen. Das war, glaube ich, ein schlechter Schuss, oder? Ups, nein, das wollte ich nicht. Mehrmals schießen? Habe ich das irgendwie falsch gemacht? Ich gehe mal rum. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass das des Rätsels Lösung sein wird. So. Zack. Ja, okay. Man musste oben dran schießen.
um den Ausbruch des Vulkans zu stoppen. Geil. Da sehe ich auch gleich schon einen Vogel und auch hier läuft die Zeit ab. Yay, aber diesmal, hätte ich mir das auch denken können. Daher denke ich, werden wir das auch sofort schaffen. Ich habe auch gleich den Aufstieg gefunden. Naja, gut, ist ja jetzt nicht so, als hätten wir es bei der anderen Insel nicht geschafft, aber gut. So, geht's hier links schon hoch? Nein, nicht wirklich. Oder doch, muss es doch. Geh da hoch. Wollte auch sagen, Link, was ist los mit dir? Solche Dinger, bei sowas kannst du normalerweise hoch. Ja, hier wieder nicht. Das ist wohl eher, ich dachte, da wäre vielleicht eine Art Geheimgang. Man sollte immer den deutlicheren Weg nehmen. Links oder rechts? Links oder rechts? Links! Diesmal wird es links sein. Diesmal wird es links sein. Oh. Wird es wirklich links sein? Nein. Ich habe das aufs Gamepad projiziert. Das ist auch gut. Ich wollte eigentlich auf die Items zugreifen, wegen dem Blättchen hier. Oh nein. Das war nicht gerade die intelligenteste Aktion. Ich gebe es zu. Jetzt sind wir wieder... Ja, quasi ganz unten. Ja. Komm, das schaffen wir trotzdem. Das schaffen wir trotzdem. Ach ja, die Sonne geht auf. Ist das nicht schön? Bin ich eigentlich nicht. Nee, ich muss... Hä? Ist fähige... Bin ich jetzt total behindert? Hier geht's lang, okay. Ich muss sagen, ich finde Regen manchmal... Ja, nachts, wenn es nachts regnet. Boah! Geil, das finde ich richtig episch. Ja, muss ich... Nein! Okay, jetzt ist wahrscheinlich die Hoffnung halbwegs verloren, ne? Ich meine, drei Minuten sind eigentlich relativ viel. Komm, das können wir immer noch schaffen. Trotz der zwei-, dreimaligen Fails hier. Sollte das sogar möglich sein. Verwundert mich jetzt gerade dezent. So. Hui. Und zack. In der Zeit könnte ich eine Flasche lesen. Der Typ sieht aus wie Waluigi, schreibt da einer. Und da ist dann so ein Postbote mit Brille auf. So, wie gut, dass ich weiß, dass man sich hier anpressen kann. Seit dem Fail in der verwunschenen Bastion. Da passiert mir wohl sowas nicht mehr. Ich würde auch meinen, aus Fehlern lernt man. Besonders aus solchen Fehlern bei Zelda. Ja, gut, vielleicht in dem sogenannten Real Life. Wie es ja immer so genannt wird. Das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Sache, aber hier, in Zelda, da lernt man auf jeden Fall was. Hui. So. What the fuck? Das sieht mir ein bisschen geil aus. Ich stehe auf Lava. Geht's hier entlang? Oh Gott, geht weg. Ich möchte nur meine Bomben ausrüsten. Und ich möchte weggehen. Jetzt gibt's hier alternative Wege oder was? Oder ist das da gar kein Weg? Es ist tatsächlich ein Weg, oder? Warte, nee, ist es nicht, ne? Ich dachte jetzt, ich hätte eine Schicht. Nee, ist es nicht. Okay. Dann sollten wir jetzt aber keine Zeit mehr verschwenden. Ne? Zack. Wahrscheinlich bricht der Vulkan gleich wieder aus. Und ich bin dann am Arsch. Oh Gott, wir schweben einfach mal weiter. Ob das Zeit gespart hat, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Haben wir sowas schon mal gesehen? Oh mein Gott, etwas unschlüssig. Okay, überlegen. Nehmen wir die Bombe. Ich meine, sowas haben wir schon mal mit einer... Oder war das das Ding, was wir auch im Präludien gesehen haben, was wir nicht kaputt machen konnten? Oh, jetzt bin ich ein bisschen ratlos gerade, so im Moment. Wie gingen die denn nochmal? Hä? Moment mal, ich weiß gerade gar nicht, was Sache ist. So, was ist mit dem? Soll ich damit irgendwas machen? Mann, ich dachte, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen einfacher. Leute von heute. Die geben mir einfach eine Sackgasse hin. Was soll denn das? Und was soll ich mit euch? Was? Wie ist denn der da? Kann man die eigentlich endgültig besiegen? Oh Mann, das war wieder so eine intelligente Aktion. Hä? Dieser eine Stein. Okay, man kann die endgültig besiegen. Ja, es wird mir leider jetzt nicht viel helfen, weil... Ja.
Die Zeit ist gleich um. Soll ich, kann ich noch irgendwas probieren? Bringt das vielleicht doch was auf Dauer? Nee, nicht wirklich. Okay, nochmal. Ganz genau gucken. Aaron, was kannst du tun, was kannst du nicht tun? Nochmal alles Mögliche probieren. Oh oh. Ah, gibt es nicht noch irgendeine Möglichkeit? Oh, es gibt Erklärungen zu den Items. Okay, das wusste ich gar nicht. Auch mal interessant zu wissen. Hä? Das Menü habe ich auch noch nie gesehen. Ach, da kann man seine Herzteile begutachten. Schön, dass ich sowas so früh merke im Spiel. Ja, ich weiß nicht. Ich komme hier gerade nicht so wirklich weiter. Ein Tipp. Diesen Felsen kannst du mit deiner gegenwärtigen Kraft weder hochheben noch zerstören. Ich muss diese Kraft finden. Aber ich dachte, ich bekomme die auf dieser Insel hier. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Der Fisch hat mir doch klar und deutlich gesagt, hier auf dieser Insel, da findest du das Artefakt, mit dem du schwere Dinge hochheben kannst. Und jetzt sagt mir der Typ, ja, wenn du dich auf See umsiehst. Hä? Ja, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich kann da nichts machen, das ist Fakt. Nee, ich gehe jetzt einmal zu Draconia, denn da hat sich ja offensichtlich was geändert. Och Mann, das missfällt mir jetzt wieder ein bisschen. Das Zelda ist auch manchmal ein bisschen, ich weiß nicht. Es gibt mir nicht so die offensichtlichen Tipps, wie es manchmal gerne hätte, muss ich sagen. Da muss man ja wirklich erkunden, was ja eigentlich nichts Schlechtes ist, aber in einem Let's Play kann sowas relativ, ja, uninteressant sein für die Zuschauer. Ich hoffe einfach, ihr werdet es aushalten, ne? Ansonsten könnt ihr sogar wegschalten. Soll jedenfalls so funktionieren, habe ich gehört. Ach, die Insel war auch so schön, ja. Ja, ich weiß nicht. An manchen Passagen mag ich das Spiel allerdings nicht so gern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, falls mich jemand fragen würde, wie ich das Spiel finde, ich finde es natürlich gut, ne? Also so ist es nicht, ne? Aber manchmal denke ich mir auch nur, was ist denn mit denen los? Was geht ab? Sollen wir ihn hier besuchen? Den Depressiven, weiß ich nicht. Der müsste jetzt eigentlich relativ glücklich sein, oder? Ist er vielleicht sogar einer der Weisen? Er ist auf jeden Fall nicht da. Ja, schön, schön. Und wer hat diese Musik gespielt? Ich kann mich auch gar nicht entsinnen, was das für ein Instrument war. Wahrscheinlich eine Harfe oder sowas. Das Ding ist, ich möchte natürlich auch nicht nachgucken, ne? Ja, ja. Hallo, du bist der Boss hier, ne? Oh, Aaron, lass mich dir von ganzem Herzen meinen Dank aussprechen. Wir stehen uns wirklich tief in deiner Schuld. Auch mein Sohn Komori hat nun endlich den nötigen Mut gefunden. All das haben wir nur dir zu verdanken. Danke, Aaron. Sag mal, machst du dir auch Gebrauch von unseren Briefkästen? Du musst wissen, wir haben sofort, nachdem du unsere Insel verlassen hast, beschlossen, an dich gerichtete Briefe oder Postsendungen umgehend zu einem Briefkasten in deine Nähe zu stellen. Das ist aber leider nichts Neues. Okay, an der Stelle beruhige ich mich mal. Hier wollte ich tatsächlich auch gar nicht mal hin, oder wollte ich das doch? Wollte ich das? Ich kann hier sogar gar nicht mal runter, ist ja toll. Was macht man in so einer Situation? Ich weiß es leider nicht. Ja, das. Hier kann ich die. Das ist eine Harfe. Ist da unten am Gott hier? Am Gott, ja, am. Ich hab die gehört. Ist da unten jemand? Wo kommt diese Musik her? Ich rieche es doch förmlich. Die hat etwas mit der Lösung unseres Problems zu tun. Ist das Meduli?
Hörst du das? Es kommt von dem Vorsprung da oben. Welch wunderschöner Klang. Meduli ist wirklich sehr gut geworden. Ich hab's gewusst. Ob uns das weiterhelfen wird? Ich weiß nicht. Es kann auch wieder sein, dass ich hier puren Scheiß mache. Ist mir in dem Fall aber auch egal, ne? Ich meine, woher soll ich denn das alles wissen, ne? Wow. Jetzt auf einmal kann ich auf diese Geländer hochklettern, ne? Ja, Meduli spielt wirklich relativ gut. Eine Sequenz, das ist ja schon mal was. Muss aber nicht zwangsläufig was heißen. Aaron, du bist also wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden. Ist zwar nicht müde geworden von. Nochmal. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen. Aber jetzt, wo ich dich so von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Aaron. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst. Aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss sich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Gut, ich fliege fleißig. Ich sollte fleißig weiter üben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigsten Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Mann, 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 Mann. Ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen. Die hat doch was. Die steckt doch hier unter einer Decke. Ist das eine der Weisen? Mensch. Wir können hier nichts tun. Ich gehe nochmal auf diese Feuerinsel. Habe ich da doch vielleicht was übersehen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist aber nur ein Katzensprung von hier entfernt. Also sollte das nicht allzu schlimm sein. Ja, und wenn wir in diesem Part halt nicht, also wirklich gar nichts gefunden haben, dann ist das halt so. Ja. Damit muss man halt auch manchmal leben. Warte, ist das der Turm der Götter da vorne? Da hinten dieses riesige Ding, ne? Ja, ne? Ja, doch. Ich denke schon. So, ja, ich wollte gerade sagen. Kann es sein, dass das so ein Chunk-Fehler ist, dass es hier nicht lädt? Eventuell. So. Ich versuch's einfach nochmal. Oben dran schießen, Aaron. Manche lernen ja aus ihren Fehlern. Habe ich ja auch vorhin gemeint, dass ich das tue, aber ich weiß nicht. Ja gut, hau rein, Link, hau rein. Oder ich umsegel das Ding einmal. Kann ja auch sein, dass hier so ganz dreist so eine Kiste außen rum ist. Nee, das ist aber nicht der Fall. Wow, scheiße. Okay, diesmal keine Zeit verschwenden, die brauchen wir noch innen drin, denke ich mal. Ja, ich weiß nicht, oh nein, du sollst doch stehen bleiben. Ansonsten, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man weiterkommen soll. Ist auch manchmal gar nicht mal so einfach, ne? Hier sind wir nicht ganz so richtig. Hier dann schon eher. Den Weg kenne ich ja mittlerweile immer rechts herum. Jedenfalls nach dieser Passage. Geh weg. Geh weg, du dummer Vogel. Oh, muss das sein? Na gut. Zack, zack, zack. Hier lang. ich weiß nicht. Das sind wieder so zwei Leute, die was unterschiedlich sagen. Der Fisch, ja, du findest auf der Insel das, was du brauchst, ne? Der Stein, ja, du musst auf See gucken oder was auch immer. Boah, diese Stelle des Spiels ist auf jeden Fall kompliziert. Oh, ich weiß nicht, als Let's Player ist man da doch wirklich... Ich weiß nicht, da fragt man sich, ob man das nicht doch angucken soll. Das ist ja eigentlich dasselbe, als würdet ihr mir den Tipp geben. Nur, ja, kann ich die im Moment noch nicht in Anspruch nehmen, weil wegen Voraufnehmen. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ach, Moment mal. Habe ich hier schon den Hammer ausprobiert? Oh nein, ich hatte die Hoffnung. Hier komme ich wirklich hundertprozentig nicht durch, nicht wahr? Nee. Ja, wenn ich ehrlich bin, ist meine Hoffnung gerade auch nicht allzu groß. Oh, wie sehe ich jemanden an und schieß ab.
Oder kann ich hier noch was mit den Eisteilen vielleicht machen? Das kann ja auch sein. Das Ding ist, ich habe kaum noch Energie. Ich sollte also sehr sparsam sein. Zack. Ja, ich denke nur, ich habe nur dann das Gefühl, dass ich mir dann später denken werde. Hättest aber drauf kommen können, auch, ne? Ah, scheiße. Oh, die Befürchtung habe ich leider. Dieser Ort hier, es schreit doch förmlich danach, dass hier was spawnt. Jetzt sag bloß, ich muss alle Gegner besiegen oder so ein Schwachsinn. Wieso kam jetzt hier ein Herz? Ich hab nichts besiegt. Oder? Ja, komm mal rein. Ich wollte eigentlich Spezialattacke machen, aber gut. Ich möchte erstmal den hier fertig machen. Okay, das hätten wir schon mal. Das sind verdammt nervige Gegner, muss ich sagen. Ja, ja, ja! Oh, Gott sei Dank! Dank, lieber Gott! Thank God! Juhu! Gott sei Dank, Leute. Wir haben etwas geschafft. Ja, ja. Kraft am Bänder. Boah. Schaut unseren Skill. Boah. Das muss ich. Okay. Hier mache ich das Thumbnail. Ist nur blöd. Ich mache das lieber in Sequenzen, weil dann da keine Knöpfe an den Seiten sind. Aber gut. Link hat's drauf. Zack. Boah, ja, gut, 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 gut. Ja, Rätsel gelöst, gut. Lass uns hier verschwinden. Zack. Hui. Gut, jetzt haben wir von... Ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir beide Tempel am Ansatz. Ja, wirklich am Ansatz. Ja, ein bisschen was davon gelöst. Im weitesten Sinne. So. Ja, wir haben aber schon wieder 22 Minuten, Leute. Ja, ich ziehe das jetzt konsequent durch mit den etwas kürzeren Parts. Ja, muss man halt auch manchmal mit leben, ne? So, deshalb, daher würde ich sagen... Ja, deshalb, daher würde ich sagen... Ich weiß, mein Satzbau ist dezent für den Arsch. Aber ich würde nichtsdestotrotz sagen, wir füttern noch einmal dieses Fischchen. Und danach mache ich... Schluss. Ah, okay. Ja, ich wollte... So wollte ich stoppen. Komm her. Das dürfte reichen. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ach so, der sagt mir bestimmt auch nur das mit der Mutter-Kind-Insel, ne? Ja. Ja, ja. Ja, aber diesmal bin ich nicht so dumm und schaue mich dann um. Ne? Wo ist denn die? Hui. So. Jetzt habe ich aber nichtsdestotrotz, dass wir die... Ne, wir müssen... Jetzt müssen wir erstmal zu dieser... Eine Region im Norden und vier im Westen. Ja, das ist Mutter-Kind-Insel. Ja, okay. So, Leute, dann gehen wir im nächsten Part... ja, halt mal Fisch. Zu dieser gewissen Insel, dessen Namen ich vergessen habe. Und, ja. Holen uns dann mit Hilfe der Krafthandschuhe irgendwas... Ich bin gerade verwirrt irgendwie. Das Spiel macht gerade so einen komplexen Eindruck auf mich. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.